Les fidèles, ce sont aussi les paroissiens de Monsieur Dupré. J'entends par là non pas les intimes du maître qui ne cesse de l'assiéger, mais tant d'inconnus venus de loin pour l'entendre et qui interrogent dans les langues les plus diverses le prêtre qui passe ou le service d'accueil. À quelle heure Monsieur Dupré jouera-t-il ? On pourrait dire qu'il y a la profanation, qu'on vient à la messe non pour un organiste, mais pour Dieu. Je pense pour ma part que beaucoup sont venus entendre Monsieur Dupré, qui ont été par lui conduits au seuil de la prière. Ce que je dois surtout souligner, c'est la conscience qu'il a de la mission propre de l'organiste. Maintes fois, je l'ai entendu faire cette profession. Je suis là non pour gêner la prière, mais pour l'aider. Je suis au service de la liturgie. 65 Jahre lang war Marcel Dupré Organist an Saint-Sulpice. Zunächst war er 28 Jahre Assistent von Charles-Marie Vidor und übernahm dann dieses Amt von seinem Lehrer 1934 und hatte es bis zu seinem Tod 1971 inne. Das zu Beginn gehörte Zitat stammt von Jean Gillet, dem Pfarrer an Saint-Sulpice, mit dem Dupré zusammenarbeitete. Er berichtet von einem regelrechten Personenkult um Dupré. Die Besucher kamen teilweise am Sonntag nur, um Dupré zu hören. Die Kirchen in Paris haben ein durchaus unterschiedliches Prestige. Der Organist von Saint-Sulpice, das war ein begehrter und beneideter Posten. Und man wusste auch, der ist gut, der da berufen wird. Mit Sicherheit wird der Gottesdienst von Leuten besucht, die die Musik hören wollten und die sich vielleicht für die, den religiösen Aspekt gar nicht so interessiert haben. Neben Saint-Sulpice zählen auch Notre-Dame, La Madeleine oder Saint-Clotilde zu den musikalischen Leuchttürmen der französischen Hauptstadt. Bis heute tummeln sich Besucher und Orgelenthusiasten um die Spieltische der großen Kirchen herum und bestaunen das Spiel der Organisten. Denise Roger kam in seinen Jahren als Chorleiter an Notre-Dame oft in den Genuss der großartigen Improvisationen seiner Kollegen. Er kann sehr gut die Faszination für das Erleben des besonderen Augenblicks, wenn eine Improvisation entsteht, so nah am Organisten dran, gut nachempfinden. Vor allem diese Improvisationsschule war sehr, sehr, sehr wichtig. Und wenn man denkt, der Tournemier zum Beispiel in Saint-Clotilde, er war total Feuer und Flamme, hat manchmal gestanden auf dem Pedal und geschrien, gespielt, so ein Zirkus gemacht und so, das war eine wilde Figur. Und in Vienne, in Notre Dame oder Vidor, das ist auch Leute, die genial was gemacht haben und was ganz Besonderes gemacht. Und man musste da oben gehen auf dem Empor, um das zu genießen und zu erleben. Die Kreativität für den richtigen Moment. Ich kann nicht verstehen, dass die Leute früher das auch erlebt haben und unbedingt sonntags das nochmal machen wollten. Deswegen waren immer die Empore da oben voll. Improvisation spielt bis heute in der katholischen Kirche eine große Rolle. Viele liturgische Elemente werden vom Organisten improvisierend begleitet. Und diese Tradition ist sicher auch einem ganz praktischen Umstand geschuldet. Denn an den hohen Sonn- und Feiertagen folgen die Messen und Andachten teilweise sehr schnell aufeinander. Da ist es einfacher zu improvisieren, als jedes Mal Literatur vorzubereiten. Zudem gibt die Improvisation die Möglichkeit, viel flexibler auf die liturgischen Erfordernisse zu reagieren. Zum Beispiel, wenn das Abendmahl hergerichtet wird am Altar oder bei der Kommunion, die in ihrer Länge von der Besucheranzahl abhängig ist. Falls der Organist einmal zu sehr in seine Improvisation vertieft ist, gab es in Saint-Sulpice ein Mittel, den Organisten gewissermaßen anzustupsen. Dupré hatte in Saint-Sulpice ein Lämpchen, sodass, wenn der Pfarrer das Gefühl gehabt hat, Dupré ist gar nicht mehr dabei, musste Lämpchen läuten, dass er entweder aufhört oder anfängt. Zwar klingt das zunächst ein wenig amüsant, aber auch ein bisschen respektlos dem Organisten gegenüber. Denn das Orgelspiel durfte nur so viel Zeit einnehmen, wie es die liturgische Handlung erlaubte und durfte nicht zu eigenständig sein. Das hatte auch Einfluss auf Duprés Motivation, wie sein Privatschüler Dominique Rebourgeon in den letzten Lebensjahren Duprés beobachtete. Während dem Gottesdienst hat er nie Bach gespielt, weil er gesagt hat, ich spiele doch keinen Bach,
ich werde dauernd unterbrochen mittendrin im Stück und muss einen Schluss finden. Er sagt, mache ich nicht. Also hat er improvisiert. Ich konnte ihn verstehen eigentlich. Ich dachte, ja, er hat recht. Und er sagt, ich spiele kein Bach. Und mittendrin leuchtet das Lämpchen, damit ich also aufhöre. Und der Priester dann setzt ein mit seinen allsonntäglichen Gewohnheiten. Ja. Trotzdem lässt die katholische Liturgie dem Organisten viel Entfaltungsmöglichkeiten. Bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil gab es sogar eine ganz besondere liturgische Form, bei der der Organist quasi musikalisch alles machen konnte. Allerdings führt diese Form auch auf groteske Art und Weise die inhaltliche Entfernung zwischen Orgelempore und Altar vor Augen. Là encore, l'ITESE m'a raconté de ce point de vue-là le principe de la messe basse. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une messe basse, qui est en fait une messe qui dure 20 minutes à peu près, et dans laquelle le prêtre va dire sa messe à l'autel tout seul, en murmurant, les fidèles sont au milieu, et l'organiste joue tout le temps, sauf pendant l'élévation. Et l'ITESE me disait, alors c'est le moment où l'organiste jouait une symphonie de Vierne, une symphonie de Vidor, quelque chose d'important comme ça. Et alors il me disait, c'était assez drôle, bien souvent, le prêtre et l'organiste se tournaient le dos. Ça veut dire qu'ils étaient chacun dans leur coin, ils faisaient leur truc dans leur coin, et il n'y avait aucun rapport. L'organiste jouait de l'orgue, il ne s'occupait pas du tout de la messe. Et je pense qu'il y avait aussi cette idée-là quand même avant, et ça a changé avec Vatican II. Manch Pfarrer beäugte den Starkult um seinen Organisten mit Argwohn, war sich aber auf der anderen Seite auch bewusst, dass ein berühmter Organist ein Garant für volle Kirchenbänke in den Sonntagsmessen war. Die Kirche hat sehr, sehr schnell erkannt, dass ein großer Musiker natürlich viele Leute gesaugt hat in der Kirche. Das ist, wenn wir in Notre Dame oder Vidor in Saint-Sulpice spielen, kommen die Leute nur für sie quasi. Man muss sie hören. Und deswegen haben sie immer ein bisschen Platz gelassen für die großen Organisten, die viel zu sagen hatten in der Orgel. Yeah.
On disait qu'une tribune d'orgue, c'était le dernier salon où on cause. Voilà, ça je pense que c'est une phrase importante, et c'était comme ça depuis très longtemps, parce que déjà du temps de Vidor, notamment à Saint-Sulpice, puisque c'est Vidor qui avait fait construire le petit salon derrière, Vidor jouait l'entrée, et puis allait dans le petit salon jusqu'à la prochaine fois où il jouait, qui était probablement le fertoir ou le credo, voilà. et puis après il retournait dans le salon, etc. Enfin, ça, c'était comme ça. Ou quand il restait à la tribune, tout le monde parlait très fort, et voilà, il n'était pas rare que les vicaires de Saint-Sulpice doivent monter à la tribune pour dire... « Mesdames, s'il vous plaît, un peu moins fort. » Voilà. Donc, ça se passait comme ça avant. Je pense que du temps de Dupré, c'était encore ça. Puisque, effectivement, il y avait Madame Dupré qui était là et qui faisait la police. Attention, on ne s'approche pas du maître. Non, vous restez là. Enfin bon, voilà. Il y avait vraiment cette idée de recevoir les gens. Je dirais que c'est encore un peu comme ça maintenant. Hein, à Notre-Dame ou dans quelles autres églises de Paris... Michel Tissier erlebte das mitunter muntere Treiben auf der Orgelempore mit. Dupré lud ihn und seine Cousine nach einer Unterrichtsstunde auf die Empore von Saint-Sulpice ein. Et donc après le cours, il me dit bon ben venez demain à Saint-Sulpice pour à telle heure à la messe pour la messe là venez demain. Il m'a pas demandé si je pouvais. On discutait pas ce que disait Dupré. Alors c'était dans l'Oise. On est revenu le lendemain, dimanche, à Saint-Sulpice, et puis il nous a fait monter, donc tous les deux, et il nous a fait installer sur le banc, à côté de lui, de chaque côté. Et à un moment donné, il y avait toujours beaucoup de monde, c'était un salon, c'était à la tribune, hein, Madame Dupré essayait de mettre un semblant d'ordre, mais enfin, il y avait toujours beaucoup de monde, il y avait Madame Falcinelli... De temps en temps, elle n'y était pas là, mais il y avait sa mère, la mère de Mme Facinelli. Il y avait des dames assez hautes en couleur, d'ailleurs. C'était très gai là-haut. Hein. Duprés Ehefrau Jeannette spielte auf der Empore gewissermaßen die Zeremonienmeisterin, wie uns Marie Dufour berichtet. Once I went up to Marcel Duprés' tribune at Saint-Sulpice. How ceremonial it was! Madame Dupré screened the arrival of the admirers. They had to be announced, like at court. I was given permission to go up the three steps to the level of the organ bench to admire that immense console and the brilliant organist. He improvised a fugue in four or five voices. Afterward, I yielded my place to the next person. Es gibt von Dupré selbst keine konkrete Überlieferung über seine persönliche Religiosität. Er war jedoch davon überzeugt, dass Musik ein wesentliches Werkzeug der Glaubensverkündigung ist und das Gebet der Gläubigen unterstützt. Zudem war er ein Anhänger des geisteswissenschaftlichen Zeitgeistes. Dupré war ein Adept von Édouard Schuret. Und die Theosophie entstand mit Frau Blavatsky. Es hat auch mit seiner Spiritualität und vielleicht auch seiner Religiosität zu tun, obwohl er sich in seinem Orgeldienst ganz anders verhalten hat als jemand, der Furcht hat vor christlichem Geist und so. Gar nicht. Er hat eher Schweinewitze erzählt zwischen den Orgelspielen und vergessen, seine Einsätze vergessen. Das gehört zu Dupré, dieser Lebemann, und da drin steckt ein verborgener Dupré, der an Geisteskraft glaubt, ja? Die Wirkungsmöglichkeit durch Musiken, ja? Das ist was, ist nicht greifbar, aber das ist da, ist eindeutig da. Il y avait une foi, à quel degré elle était assez difficile de quantifier, mais je pense qu'il a été au service de la liturgie pendant 50 ans. Jouer trois messes tous les dimanches matins pendant si longtemps, je pense que ça voulait dire quelque chose. Mais ce n'était pas un mystique, certainement pas. Ce que je peux dire, c'est que s'il n'avait pas cru en une
quelque chose, il n'aurait jamais écrit Le chemin de la croix, ni la symphonie Passion. Mais par-dessus tout, je crois que sa religion, c'était la musique.1912 komponierte Dupré sein Cantique de Racine. Hört man den Titel, denkt man unweigerlich an die Vertonung von Gabriel Fauré. Aber der Text ist ein anderer. Lediglich der Autor ist der gleiche, Jean-Baptiste Racine. Racine ist ein großer Vertreter der französischen Klassik und wird gerne in einem Atemzug mit Pierre Corneille genannt. Das gehört zu dem wirklich Highlights der klassischen Literatur. Und ich glaube, das gehörte zu allen Programmen in der Schule auch früher, dass man musste was mit Racine zu tun. Auch die Ideen, wie gesagt, sind schön, sind tief und nobel. Und ich glaube, das gehört zu Sachen, die eine Gesellschaft gerne empfehlen will, damit die Leute sich verbessern auch als Mensch. Für profane Leute ist auch gut, weil das ist auch diese Religiosität ist nicht so prägnant, dass es stören kann, die Leute, die das nicht glauben wollen. Niemand kann in Frankreich sein, dass er Racine nicht, dass Racine keinen Wert hätte. Weil das ist für alle gut. Man trifft etwas, was interessant ist für jeden drin. Racine war ein Wortzauberer. Er nutzt die Sprache als Träger des Gefühls, wobei sie stark auf ihre Klangwirkung ausgerichtet ist. Das 17. Jahrhundert ist natürlich das, was für uns die Goethezeit ist in Frankreich. Der Großorganist Hugo Friedrich schrieb über die Lyrik der Moderne, es entstehen Verse, die mehr tönen als sagen wollen. Und das kann man für Racine auch sagen. Diese Musikalität der Sprache von Racine, die hat natürlich die Komponisten auch angesprochen und inspiriert.
Der Text zu Duprés Cantique de Racine strotzt nur so von ausdrucksstarker Lichtmetaphorik, die den göttlichen Glanz verkörpert. Dieses Leuchten hat Dupré in Musik gebannt. La contemplation de la beauté, c'est une forme de la contemplation de Dieu. La beauté, l'art sont une approche de Dieu, un chemin vers Dieu.